Im Turnsaal der Bonhardter Petőfi Sándor Evangelischen Grundschule lernen die Kleinsten, die Mitglieder der Gruppe Zwerge, einen neuen deutschen Tanz. Schon das fünfte Mal mache ich mit meiner Kollegin Frau Beitler, RGB Ferenc, diesen Sommercamp. Und das wird von Deutscher Selbstverwaltung unterstützt. Wir machen es eine Woche lang. Am Vormittag tanzen wir. Und gestern war Frau Schuster, Anna Schuster, bei uns aus Tagschon. Aus Tagschon war sie da und sie hat uns Tanze gelernt. Die Kinder haben den ganzen Tag getanzt und bei uns ist ein dreijähriger Junge und er war sehr, sehr müde. Ja, die Kinder waren gestern müde, aber wir tanzen immer am Vormittag und am Nachmittag haben wir sehr viele Programme. Am Montag haben wir die Kurie, die Perzel-Kurie besucht und dann haben die Kinder Eis bekommen. In der Hitze müssen wir ein bisschen uns kühlen. Und wir besuchen das Museum, das Völcsek-Museum, die Stadtbibliothek. Dort bekommen wir auch Programme, die Kinder können etwas basteln. Und wir besuchen das Heimatmuseum hier in Bonhard und am Freitag haben wir immer, freitags haben wir immer einen ganztagiges Ausflug. Wir fahren jetzt nach Mohács und dort besuchen wir den Buschhof. Ich glaube, das wird ganz, ganz interessant für die Kinder. Das ist nicht so donauschwäbische Sachen, aber das müssen wir wissen, weil das in Ungarn sehr schön ist. Und am Nachmittag gehen wir in das Heimatmuseum und zeigen den Kindern den Lernpfad. Das wird auch interessant und davon lernen die Kinder sehr, sehr viel. Der Tanzunterricht läuft in deutscher Sprache. Und einige Kinder, zwar ein bisschen aufgeregt, wagen es sogar, Deutsch zu sprechen. Ich bin 6 Jahre alt, komme vom Kindergarten. Ich bin in Grenzlein-Gruppe. Ich liebe hier zu sein. Ich bin 8 Jahre alt. Ich gehe in die 2. Klasse. Ich tanze hier gern. Kilenc éves vagyok, már 3 éve táncolok, most szeptemberben megyek a 4. osztályba, és azért szeretek itt lenni, mert itt vannak a barátaim és a tanárom. 9 éves vagyok, és 1 éve táncolok a Krenzlein Cipfelmüs társaságban, és most vagyok először ebbe a táborba, és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolába járok, és tegnap volt nálunk egy tánctanítónő, és tanultunk egy tök új táncot, és tök jó volt. Der Krenzlein Volkstanzverein wurde 1987 gegründet. In 5 Gruppen tanzen beinahe 100 Kinder und Jugendliche. An der Abwicklung des Camps und beim Lernen der Tänze nehmen ältere Tänzer als Helfer teil. Én és a barátnőim 8 éve táncolunk itt a Krenzleinba. Most mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk a tanárnéniknek, hogy jobban tudjanak táncolni. Nagyon szeretünk táncolni, mi 8-osok leszünk, az egyik barátnőm gimnazista már. Und wir haben auch Sommerpläne, wir tanzen auch im Sommer, deswegen tanzen wir jetzt, weil im Sommer haben wir Auftritte, die Kinder haben im Börschen und in Zico Auftritte und im August werden wir Würzbüschel binden. Wir pflücken auch die Heilpflanzen, das wird an einem Sonntag und am Vormittag noch, Sonntagvormittag, werden diese Würzbüschel in der Kirche eingeweiht. Das wird sehr, sehr schön. Und die Kirche ist voll mit Leuten, mit Kindern. Die Messe wird ganz, ganz super schön. Der Krenzlein Volkstanzverein wird im September sein 35. Jubiläum feiern. Im Sommercamp bereiten sich die Kleinen schon auf diese Feier vor.